Hallo, es ist der zweite Allianz-Gebetsabend. Mein Name ist Detlef Gallasch. Ich darf euch heute durch den Gebetsabend leiten. Und unser Thema heute ist tiefer verstehen. Wir werden heute Lieder hören, mitsingen. Es gibt einen Impuls, ein weiteres Lied. Und natürlich geht es darum, dass wir miteinander ins Gebet kommen. Und so möchte ich jetzt zu Anfang auch beten. Himmlischer Vater, tiefer verstehen wollen wir gerne. Gewissheit finden und auch Orientierung geben können. Wir möchten, dass uns ein Licht aufgeht. Du, Herr Jesus Christus, bist das Licht der Welt. Von dir wollen wir lernen. Dich wollen wir tiefer verstehen, damit wir zu Glaubensgewissheit finden. Bitte sei jetzt gegenwärtig, sei mit uns an diesem Abend. Und schenke uns auch virtuell eine gute Gemeinschaft. Amen. Shadow you.
In Luke chapter 10 and verse 25 to 28. In Lukas Kapitel 10 Vers 25 bis 28. This lawyer came to Jesus. Kam dieser Anwalt zu Jesus. And he asked him. Und hat ihn gefragt. Trying to tempt Jesus. Er versucht Jesus zu prüfen. And he asked me a question. Hat ihm eine Frage gestellt. What shall I do to inherit eternal life? Was soll ich tun, um ewiges Leben zu erben? And Jesus answered him in verse 26. Und Jesus hat ihm in Vers 26 geantwortet. What is written in the law? Was steht im Gesetz? What do you read? Was liest du? And verse 27. Vers 27. He said. Hat gesagt. Thou shalt love the Lord your God. Du sollst den Herrn deinen Gott lieben. Of all your heart. Mit deinem ganzen Herzen. Of all your soul. Deiner ganzen Seele. Of all your strength. Deiner ganzen Kraft. And of all your mind. Mit deinem ganzen Verstand. And the next is love your neighbor as yourself. Und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. And Jesus just said to him. Und Jesus hat ihm gesagt. In verse 28. In Vers 28. He said. Er sagte. Do this. Tu das. And you shall live. Und du wirst leben. I am so happy that Jesus said, "Do this, and you shall live." Ich bin so froh, dass Jesus sagte, tu dies und du wirst leben. Jesus said this because. Jesus sagte das weil. In John chapter 13 and verse 34. In Johannes Kapitel 13 Vers 34. Jesus came with a new message. Jesus kam mit einer neuen Botschaft. He said, "A new commandment I give you." Er sagte, ein neues Gebot gebe ich euch. That you love one another, dass ihr einander liebt, even as I've loved you, so wie ich euch geliebt habe. Love one another, so liebt einander. Jesus, Jesus, the Son of God, der Sohn Gottes, had a message, hatte eine Botschaft. Every spiritual leader, jeder geistliche Leiter, every prophet, jeder Prophet, every religious leader, jeder religiöse Leiter, has a message, hat eine Botschaft. And Jesus's message, und Jesus Botschaft, was, war, he said, a new commandment, er sagt, ein neues Gebot. I give you, gebe ich euch, that you love one another, dass ihr einander liebt. So, this lawyer read, dieser Anwalt hat gelesen, love God, liebe Gott, of all your mind, dem ganzen Verstand, strength, der ganzen Kraft, heart, der ganzen Herzen, soul, der ganzen Seele. He touched every area, er hat jeden Bereich angerührt. And he said, the next, und er sagt, das Nächste is love your neighbor as yourself, ist liebe deinen Nächsten wie dich selbst. So it's like first, love God, also erst zuerst liebe Gott. And love people. Und liebe Menschen. That is what ministry is about. Darum geht es im Dienst. That's what the message of Jesus Christ is about. Das ist die Botschaft von Jesus Christus. In fact, if you look at Galatians chapter 5, wenn du Galater Kapitel 5 anschaust, and verse 14, und Vers 14, it is written, es steht geschrieben, for the whole commandment, denn das ganze Gebot, the whole law, das ganze Gesetz, is fulfilled in one word. Ist in einem Wort erfüllt. That is love your neighbor as yourself. Und das ist liebe deinen Nächsten wie dich selbst. And if you read Romans chapter 13, wenn du liest in Römer Kapitel 13 and verse 8, und Vers 8, you read, owe no man nothing except to love one another. Dort liest du, schulde niemanden etwas außer einander zu lieben. He that loves, der liebt, fulfills the law. Erfüllt das Gesetz. And verse 9 says, Vers 9 sagt, for thou shalt not commit adultery. Sollst keinen Ehebruch begehen. Thou shalt not kill. Sollst nicht morden. Thou shalt not steal. Sollst nicht stehlen. Thou shalt not bear false witness. Sollst kein falsches Zeugnis geben. Thou shalt not covet. Sollst nicht begehren. And all the commandments. Die ganzen Gebote. Is briefly comprehended in one word. Und es ist alles kurz zusammengefasst in einem Wort. Namely, nämlich, love your neighbor as yourself. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. And verse 10, und Vers 10, we read, this is very, very clear. Dort lesen wir, und das ist sehr, sehr klar. Love worketh no ill. Liebe, die wirkt nichts Böses. Love worketh no evil. Oder Liebe tut demnächst nichts Böses. To his neighbor. Zum Nächsten. Love is fulfilling the law. Liebe ist das Gesetz zu erfüllen. So everything is about the neighbor. Also alles geht um den Nächsten. Everything. Alles. So God saved you. Und Gott hat dich errettet. God called you. Gott hat dich gerufen. He blessed you. Er hat dich gesegnet. He did all these things for you. Er hat all diese Dinge für dich getan. Not for you. Nicht für dich. For your neighbor. Für deinen Nächsten. And the question is, und die Frage ist, who is your neighbor? Wer ist dein Nächster?
In fact, if you look into that chapter very well, wenn du genau in dieses Kapitel schaust, Luke chapter 10, Lukas Kapitel 10, from verse 29, von Vers 29, this lawyer asks Jesus, dieser Anwalt hat Jesus gefragt, who is my neighbor? Wer ist mein Nächster? Because the whole message, denn die ganze Botschaft, is about the neighbor. Da geht's um den Nächsten. Who is the neighbor? Wer ist der Nächste? Who is this neighbor? Wer ist dieser Nächste? And in the next story, in der nächsten Geschichte, it talks about the good Samaritan. Spricht es vom guten Samariter. How even the priests and the Levites, wie selbst der Priester und der Levite, could not even help this man who was wounded. Diesem verwundeten Mann nicht mal helfen konnte. But the Samaritan, aber der Samariter, who had nothing to do with the Jews, der nichts mit den Juden zu tun hatte, you know, if you read John chapter 4, this woman at the well of Jacob. Also wenn Johannes Kapitel 4 liest, diese Frau an dem Brunnen von Jakob. When Jesus asked for water, als Jesus nach Wasser gebeten and hat. And said, "You, a Jew, asking me, a Samaritan, for water." Sie sagte, du, ein Jude, fragst mich, eine Samariterin, nach Wasser. Don't you know that we, the Samaritans, have nothing to do with the Jews? Weißt du nicht, dass wir die Samariter nichts mit den Juden zu tun haben? So, this is what your neighbor has to be. Und das ist, was dein Nächster tun soll, sein soll. The neighbor, dein Nächster, is someone that is not familiar to you. Ist jemand, der dir nicht so nahe ist. Maybe your neighbor, dein Nächster, is your neighbor. Ist vielleicht dein Nachbar. Your next door neighbor, dein Nachbar an deiner Tür. Who has got a different skin color, der eine andere Hautfarbe hat. Your neighbor, dein Nachbar, the next door neighbor, der auf der anderen Seite who ist. Speaks another kind of language than you speak. Eine andere Sprache spricht als du. Even your neighbor, selbst dein Nachbarn, could be somebody who doesn't like you. Oder nächster könnte jemand sein, der dich nicht mag. Someone who hates you. Jemand, der dich hasst. In fact, Jesus says something. Und Jesus sagt etwas. In Matthew chapter 5, Matthäus Kapitel 5, verse 44, Vers 44. He said, "I say unto you." Er sagt, ich sage zu euch. Love your enemies. Liebe deine Feinde. Whoa. Love your enemies. Liebt eure Feinde. How can you love someone who hates you? Wie kannst du jemanden lieben, der dich hasst? Jesus said, Jesus sagte, love your enemies. Liebe deine Feinde. Bless them that curse you. Segne die, die euch verfluchen. Do good to them that hate you. Tut denen Gutes, die euch hassen. And them that despisefully use you. Und die euch schlecht behandeln. Pray for them. Bete für sie. That is your neighbor. Das ist dein Nächster. So this is a big challenge. Das ist eine große Herausforderung. The whole ministry, der ganze Dienst, serving God, Gott zu dienen, being a good Christian, ein guter Christ zu sein, is loving God, ist Gott zu lieben, and loving your enemy, und deinen Feind zu lieben. Loving God, Gott zu lieben, and loving people, und Menschen zu lieben, who don't look like you, die nicht so aussehen wie du, who don't speak like you, die nicht so sprechen wie du, who are not intelligent like you, die nicht so intelligent who sind don't wie look du, good, die vielleicht nicht so gut aussehen, people that you are not familiar with, Menschen, mit denen du nicht so bekannt bist. These are your neighbors. Das sind deine Nächsten. So the main message of Jesus, die Hauptbotschaft von Jesus, the gospel, das Evangelium, is about the neighbor. Es geht um den Nächsten. Here in this country, hier in diesem Land, and over all the nations of the world, die ganzen Nationen der Erde, there are neighbors all over the places. Überall gibt's den Nächsten. People that are in different religions, Menschen, die in anderen Religionen sind, different cultures, anderen Kulturen, different tribes, anderen Völkern, races, Rassen, that are not like us, die nicht so sind wie wir. But the word of Jesus is, aber das Wort von Jesus ist, love them, liebe sie, do good to them, tu ihnen Gutes. So that's what we want to do. Und das möchten wir tun. And if you got this message right, wenn du diese Botschaft verstanden if hast, you understood, wenn du es verstanden that hast, your neighbor, sein Nächster, is your enemy, dein Feind ist, someone who is not like you, jemand, der nicht so ist wie du, why don't you take this time, wieso nimmst du nicht jetzt diese Zeit, and start praying for our neighbors. Und fang an, lass uns für unsere Nächsten beten. Yeah, they're all over the places. Sie sind überall. People in a different religion, Menschen in anderen Religionen, from different countries, aus anderen Ländern, different cultures, aus anderen Kulturen. Why don't you take this brief time, nimm dir diese kurze Zeit, and bless them, und segne sie. Say a prayer over them. Und sprich ein Gebet über sie. Father, Vater, we ask your blessing, wir beten für deinen Segen, your peace, deinen Frieden. First over this nation of Germany. Erst über diese Nation Deutschland. Bless Germany. Segne Deutschland. You have blessed Germany. Du hast Deutschland gesegnet. With many good things. Mit vielen guten Dingen. With many wonderful things. Mit vielen wunderbaren Dingen. With many wonderful people. Mit vielen wunderbaren Menschen. And Father, I pray. Und Vater, ich bete, that all the neighbors here, dass alle Nächsten hier, the
Foreigners, die Ausländer, people who don't look like Germans, Menschen, die nicht wie Deutsche aussehen, Father, pray that open their hearts, Vater, ich bitte, öffne ihre Herzen, to be able to bless the Germans, und in der Lage sein, die Deutschen zu segnen, and in return, und dann auch zurück, the Germans also bless them, dass die Deutschen sie segnen. Father, make us one. Vater, mach uns eins. Put love between us. Setze Liebe zwischen uns. Help us. Hilf uns, to care for one another, füreinander zu sorgen, to be each other's keeper, und die Behüter voneinander zu sein. Bless Germany, segne Deutschland, bless the body of Christ, segne den Leib Christi, bless all the politicians, segne alle Politiker, bless all the religious leaders, segne alle religiösen Leiter in this nation, in dieser Nation. Bring unity, bringe Einheit, love, Liebe among us all, unter uns allen. In Jesus' precious name, in Jesu kostbaren Namen. God bless you. Gott segne euch. A lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. When I feel afraid, think I've lost my way, me. Nothing will I fear as long as you are near. Please be near me to the end. Thy word is a lamp unto my feet and a light. To my path, thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp to my feet and a light unto my path. So, jetzt ist die Zeit gekommen, wo wir wirklich miteinander beten wollen. Wir laden euch ein, zu Hause oder in einer Kleingruppe oder online, wie ihr euch eben trefft, mitzubeten. Wir werden zwei Blöcke haben, in denen jeweils ein Gebetsanliegen genannt wird und wir dann eine Zeit haben, dafür zu beten. Die wird dann jeweils wieder mit einem Gebet abgeschlossen. Sprich, es wird ziemlich viel gebetet. Das Ding heißt ja auch Allianz Gebetswoche. Das ist also Sinn der Sache. Im ersten Teil wollen wir dafür beten, für unser Verständnis von der Bibel, von Gottes Wort, dass das besser und größer wird. Und im zweiten Teil dann für all diejenigen, die allgemein mit Lernen und Lehren zu tun haben. Guten Tag, mein Name ist Peter Reinders. Ich wünsche mir, dass die Kirche in Deutschland lebendig wird, dass sie ja die Schönheit des Gebetes wiedererkennt, dass sie sich an Gottes Wort hält und nicht so sehr auf den Zeitgeist schaut, dass sie junge Menschen begeistern kann durch neue Formen des Lobpreises und des Gebetes, dass sie zurückkehrt an die Wurzeln, die auch Martin Luther versucht hat, wieder aufzudecken. Sprich also, Gottes Wort ist Gottes Wort. Und ich wünsche mir, dass das alles wunderbar durch alle Generationen, insbesondere an die jungen Leute, weitergetragen wird.
Himmlischer Vater, dein Sohn Jesus Christus ist das Licht der Welt. Und unser Herr hat uns auch gesagt, dass wir Licht und Salz sind. Nicht, dass wir es werden müssten, sondern dass wir es sind. Und so bitten wir dich darum, dass wir als deine Kirche, als deine Kinder in dieser Welt unserer Verpflichtung und unserer Aufgabe nachkommen und das leben, was wir in deinen Augen sind. Dass wir Licht sind, Orientierung geben, dass im Raum von Kirchen und Gemeinschaften Menschen ein Licht aufgeht, dass sie hier Hoffnungszeichen erkennen und Orientierung finden für ihr Leben. Wir danken dir für all das, was du wirkst in Kirchen, in Gemeinschaften. Und wir bitten dich darum, dass deine Gemeinde in dieser Welt zum Segen wird. Amen. Hallo, ich heiße Andrea und komme aus der Kirchengemeinde Ernsthofen. Mein Gebetsanliegen geht um Menschen, die etwas lernen wollen. Die Angebote sind zurzeit nur eingeschränkt möglich. Ich denke deshalb an Kindergartenkinder, an Schüler, an die im weiterführenden Lernenden, wie Auszubildende, Studenten, Meisterschüler und noch viele andere. Alle müssen in der Situation von der Einschränkung bis zum Entfall des Unterrichtes oder der Befähigungsunterstützung zurechtkommen. Dafür möchte ich heute beten und Sie bitten, auch dafür zu beten. Herr, wir bitten dich, erhöre unser Gebet. Wir beten für die Kinder, seien sie Babys oder schon älter, die Erwachsenen, die älteren Menschen sowie für die Schwachen. Herr, wir bitten dich, schenke den Menschen, die lernen, seien es Schüler, Studenten, Auszubildende, und alle anderen Klugheit und Weisheit, so dass sie ihren Weg erfolgreich abschließen können. Bitte behüte und beschütze die Berufstätigen und ihre Familien, die Menschen, die auf Arbeitssuche sind und all die, die unsicher in die Zukunft blicken, dass es ihnen allen gut geht und sie eine sichere Zukunft haben. Finden, wenn wir suchen, Gott wird uns hören, wenn wir
dich finden. Wenn wir suchen, Gott wird uns hören. Wenn wir rufen, zeige uns dein Angesicht. Gott ist Liebe, Gott ist Geist, den die ganze Schöpfung preist. Vater, Sohn und Heiliger Geist, drei Personen und doch eins. Gott ist Liebe, Gott ist Geist, den die ganze Schöpfung preist. Vater, Sohn und Heiliger Geist, drei Personen und doch eins. Gott ist Liebe, Gott ist Geist, den die ganze Schöpfung preist. Vater, Sohn und Heiliger Geist, drei Personen und doch eins. Das war schon für heute mit Tiefer Verstehen. Was nicht bedeutet, dass ihr aufhören müsst zu beten. Das könnt ihr weitermachen und wir treffen uns dann morgen Abend wieder, dann mit dem Thema Aufmerksam lesen.